Seit Tagen warnt Innenminister Kahner in Serieninterviews, Presseaussendungen und Medienauftritten vor einer Überlastung des Asylsystems in Österreich. Zuletzt ist nämlich die Zahl der Asylanträge wieder stark gestiegen. Mit mehr als 40.000 waren es bis Ende Juli heuer schon mehr als im gesamten letzten Jahr und sehr viel mehr als in den Jahren davor. Diese Zahlen seien teilweise irreführend, sagen Fachleute. Aber Kahn hat heute eine Kampagne vorgestellt, die vor einer Flucht nach Österreich abschrecken soll. Es gebe hier keine Chance auf Asyl. Und der Innenminister will auch mehr Abschiebungen. Die sind in den Pandemiejahren 20 und 21 deutlich zurückgegangen. Dieses Jahr waren es bisher 1.600, die meisten davon allerdings innerhalb der EU, wie Diana Weidlinger berichtet. Sie ist keine neue Idee, die Anti-Werbekampagne des Innenministeriums, um Migrationswillige von Österreich fernzuhalten. Schon im März 2016 präsentiert die damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner Plakate mit Parolen wie Österreichs Asylrecht nun noch strenger. Die Zielgruppe damals, Afghanen und Afghaninnen. Die Botschaft, kommen Sie nicht nach Österreich. Ähnliche Töne heute von ihrem Nachfolger, der Schauplatz, das Internet. No way. No chance. Das sind entscheidende Botschaften, die wir diesen Menschen geben wollen, ja geben müssen. Für die Migrationsforscherin eine Strategie mit eher geringen Erfolgschancen. Es gibt keinerlei empirische Evidenz für den Erfolg solcher Infokampagnen. Das Einzige, was man festhalten kann, ist, dass reine Online-Kampagnen noch einmal schwieriger sind als beispielsweise Plakate, weil da noch einige zusätzliche Unsicherheitsfaktoren dazukommen. Auf der anderen Seite stehen die relativ hohen Kosten solcher Kampagnen. Da muss man sich nur vergegenwärtigen, dass man für dieses Geld zahlreiche afghanische Frauen und Mädchen in Österreich aufnehmen und ihnen Bildungszugang hier gewährleisten könnte. Eine Idee, die bei Kahner wohl auf wenig Zuspruch stößt. Er sieht das österreichische Asylwesen, wie er in den letzten Wochen betont, an der Grenze der Belastbarkeit und Verbesserungsbedarf im Bereich der freiwilligen Rückkehrer. Ein Blick auf die letzten Jahre. Das Allzeithoch an freiwilligen Rückkehrern gab es 2016 mit mehr als 5.700 Personen. Im ersten Pandemiejahr gingen die Zahlen um ein Fünftel zurück, bevor sie 2021 wieder auf fast 5.000 gestiegen sind. Im ersten Halbjahr 2022 sind bereits rund 2.800 Menschen freiwillig ausgereist. Das sind 57% der Gesamtausreisen. Eine zu geringe Quote, findet der Innenminister. Liebäugelt er doch nach seinem Besuch in Dänemark mit einer härteren Asyl- und Abschiebepolitik. Seit 2015 setzt man ja ganz verstärkt auf dieses Rezept Abschreckung, Abschottung, Auslagerung. Man sieht jetzt aber, dass die Wirkung eigentlich ausbleibt, weil die Asylantragszahlen ja wieder steigen. Und leider kommt es auch immer wieder zu Schlepperdramen, zuletzt auch in Österreich. Während die Zahl der Asylanträge steigt, ist jene der Abschiebungen allerdings rückläufig. So sind heuer bis Juli rund 1.600 Menschen abgeschoben worden. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 5%. Betroffen waren dabei hauptsächlich EU-Bürger wie Slowaken, Ungarn und Rumänen. Hauptabschiebegrund? Straffälligkeit. Nur relativ wenige Menschen wurden in klassische Asylländer abgeschoben. 32 Personen nach Nigeria, 26 nach Georgien. Keine Abschiebungen gibt es aktuell nach Afghanistan und Syrien. Ein Umstand, den der Innenminister laut jüngsten Aussagen allerdings ändern möchte. Für den Völkerrechtsexperten unverständlich. Sowohl die Lage in Syrien als auch in Afghanistan erlaubt Abschiebungen nicht. Die Regierung in Syrien ist rechtlich formell anerkannt, aber isoliert seit dem Ausbruch des Krieges aufgrund der deutlichen Menschenrechtsverletzungen. Und in Afghanistan ist die Regierung nicht einmal anerkannt. Das sind Terroristen, gesuchte Terroristen, mit denen kann man nicht einfach so verhandeln und noch weniger zusammenarbeiten. Und auch in Brüssel erteilt man dem Vorstoß aus Österreich heute eine Absage. Unsere Position zu Afghanistan und Syrien hat sich nicht geändert. Die Grundrechte von Personen und der Grundsatz der Nichtzurückweisung müssen immer eingehalten werden. 260.000 Euro werden jetzt jedenfalls in die Online-Kampagne gesteckt. Ausgang ungewiss. Vielen Dank.